Hallo, grüßt euch, herzlich willkommen auf meinem Kanal zur nächsten Mod-Vorstellung für Transportfever 2. Ich freue mich wie immer sehr, dass ihr dabei seid. Ich habe heute ein wunderbares Bahnhofsmodul für euch, nämlich das Gebäude des Bahnhofs Winterberg im Sauerland. Das hat der gute Imgo Ducano für uns gemoddet und auf seiner Seite online gestellt. Link dazu ist in der Videobeschreibung, ist ein Link zu Google Drive. Da oben rechts dann einfach auf den Pfeil nach unten klicken und dann werdet ihr das Ganze runterladen können. Eine super, super Sache. Die ganzen Bahnhofsmodule, die ihr da immer rausbringt, sind wirklich sehr, sehr schön und sorgen für Abwechslung. Schauen wir uns das Ganze mal an. Ihr baut ganz normal hier einen Bahnhof hin. Machen wir einfach mal 320 Meter. Machen wir zwei Gleise. Bauen den hier hin. Und dann geht ihr auf den Bahnhof und auf Konfigurieren. Nehmt euch dann erstmal das alte Gebäude weg. Oder lasst es stehen, je nachdem, was euch gefällt. Und dann haben wir hier unten die Winterberg Station. Winterberg Station Modul hat auch eine Kapazität von 40. Und dann platzieren wir das hier mal. Und dann seht ihr, es ruckelt und zuckelt. Das kann man anscheinend nicht nebeneinander bauen. Ne, das geht nicht. Also nebeneinander bauen geht nicht. Das geht nur so. Also das geht nicht ineinander über. Aber ist auch nicht weiter schlimm. Ein sehr, sehr schöner Bahnhof. Nehmen wir das Jeddah weg. Nehmen hier mal Winterberg. So. Wirklich schön. Das Ganze ist hier ordentlich verglast. Und das Dach ist ja der Skisprungschanze in Winterberg entnommen, angelehnt. Die sieht wohl ähnlich aus wie das Dach. Also wirklich ein schönes Gebäude. Hier haben wir noch den Bürgerservice. Ihr seht auch, das passt sich dann wunderbar der Bahnsteighöhe an. Hier haben wir den Snowboard-Weltcup in Winterberg 2022. Vom 10. bis 11. Dezember war das. Eintritt war sogar frei. Vielleicht war ja jemand von euch da. Hier haben wir dann ja, das Stadtmarketing von Winterberg. Auf der Seite haben wir dann noch Toiletten, Behindertentoiletten. Hier haben wir dann noch ja, ein Bild von Winterberg. Einmal ja, im Sommer sieht man daran, dass die Bäume alle schön grün sind. Und einmal dann im Winter. Und dann haben wir hier noch ja, so eine Übersicht des Winterskigebiets Winterberg. Sehr, sehr cool. Also da hat der Imgo Ducano das Ganze wirklich schön hier ins Spiel gebracht. Gefällt mir sehr, sehr gut. Hier haben wir dann noch wahrscheinlich irgendwie einen Kaffee. Da Salvatore. Sehr, sehr, sehr schön. Der Bürgerbahnhof ist das. Hier oben ist auch noch eine Uhr. Natürlich auch funktional. Sehr, sehr schön. Und wenn wir hier drauf gehen, sehen wir, das Gebäude hat eine Kapazität von 40. Jetzt bauen wir noch mal eins daneben. Wie gesagt, das geht leider nicht so, dass es ineinander übergeht. Ist ein bisschen schade, aber na, sei es drum. Und dann seht ihr, wenn ihr mehrere Gebäude baut, habt ihr dann auch entsprechend die erhöhte Kapazität. 3x40, 120, passt also wunderbar und gefällt mir sehr, sehr gut. Schade ist wirklich, dass es nicht so ineinander übergeht. Aber ja, ist ja natürlich auch schwierig, ne? Weil hier sind ja auch noch Eingänge. Würde, glaube ich, auch nicht so toll aussehen, wenn das hier so direkt nebeneinander wäre. Ist was für einen kleinen, schönen Regionalbahnhof. Schönes, kleines Eingangsgebäude. Perfekt. Ja, gefällt mir. Als gut empfunden. Schreibt mir gerne mal rein, was ihr von dem Supermodul hier haltet. Von diesem schönen Eingangsgebäude. Und ja, kurz und knapp heute mal. Aber mehr gibt es nicht zu zeigen. Ich denke, der Rest spricht für sich. Ja, würde mich freuen, wenn wir uns bei meinen nächsten Videos wiedersehen. Bis dahin habt eine schöne Zeit, lasst euch nicht ärgern und bleibt gesund. Ciao, ciao.